Mit Leben soll sie wieder erfüllt werden, die historische Albertstadt in Dresden. So werden hier künftig auf einem Areal von über 15 Hektar verschiedene Behörden und Einrichtungen der Polizei ein neues Domizil finden. Einen Teil des ehemaligen Kasernenkomplexes bezog kürzlich die Polizeidirektion Oberes Elbtal Osterzgebirge. Sie gilt als eine der modernsten Polizeidirektionen Sachsens. Bei der Planung der neuen Dienstgebäude wurde großen Wert auf bauliche Funktionalität, Sicherheit und modernste Medientechnik gelegt. Wir sind der Meinung, dass gute Arbeitsbedingungen die Basis dafür sind, um gute Arbeit abzuliefern. Sachsen gehört zu den 4 sichersten Bundesländern in der Bundesrepublik Deutschland und das soll auch so bleiben. Neben modernen Bürogebäuden wurden speziell ausgestattete Bereiche wie Labore geschaffen. In ihnen können künftig kriminaltechnische Untersuchungen durchgeführt werden. Ebenso zog in die Stauffenbergallee das Autobahnpolizeirevier sowie das Führungs- und Lagezentrum mit der Notrufeinsatzzentrale und dem Polizeiführungsstab. Die Gebäude der ehemaligen Kasernenstadt standen seit 1991 leer. Für deren Sanierung investierte der Freistaat Sachsen über 22 Millionen Euro. In den kommenden Monaten werden auf dem Gelände weitere Baumaßnahmen folgen. Geplant sind unter anderem eine Großraumschießanlage und eine polizeieigene Werkstatt.